Hi, schön seid ihr wieder da. Es tut mir furchtbar schrecklich leid, dass ich gestern kein Tutorial hochgeladen habe. Einfach aus dem Grund heraus, mir ging es seit Donnerstag nicht so gut. Ich habe dann auch übers Wochenende mehr auf die Gesundheit geachtet, als dass ich mich auf ein Tutorial vorbereitet habe. Ich habe es jetzt aber so schnell wie möglich nachgeholt. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht ganz so arg böse. Und dann würde ich sagen, zeige ich euch mal, wie man so einen coolen Sliven-Pin machen kann. Pin, ja, es ist ein Pin. Und natürlich kann man das Ganze für die Gryffindors umändern, für die Hufflepuffs umändern, für die Ravenclaws umändern. Und ja, es ist einfach, je nach Motiv kann man es ändern. Man kann auch dann zum Beispiel zum Valentinstag was Valentinstag-mäßiges machen, falls jemand noch die zündige Idee fehlt. Ich habe natürlich eine Schlange gemacht, weil ich bin ein Slytherin, ich stehe auch dazu. Und dann würde ich sagen, geht's dann gerade los mit dem Pin machen. Und dann fangen wir ganz simpel an. Wir brauchen einmal Fino in Effekt Silber, einen alten Anstecknadel oder Pin oder so, im Stil eines Pinsels und so Fino Klarlack. Ich habe mir auch noch als Vorlage diesen Sliven Pin, wie sie in Film verwendet werden, ausgedruckt. Müsst ihr aber nicht machen. Von der Menge her nehmen wir so zwei Streifen Fino, aber das ist schon zu viel, das werdet ihr dann später auch merken, wenn ihr selber das macht, dass man dann noch weniger braucht, das ist irgendwie anderthalb oder so. Wir kneten das so lange, bis es geschmeidig ist, das heißt lange kneten, wirklich lange kneten. Und dann machen wir draus, ja, eine Schlange. Ein Ende ruhig ein bisschen dicker lassen als das andere und dann eigentlich erst zum Haken machen und dann zweimal im Kreis und hinten einen Schweif, bis uns abstehen lässt. Und dann können wir hingehen mit dem Pinsel, Stiel, Ende, whatever, dein Auge zu formen und dann den Mund herauszuformen. Wenn ihr irgendwie vom Töpfern, Ton, Modellage, irgendwie sowas, Werkzeug habt, könnt ihr auch das nutzen. Könnt auch das Messer nehmen. Ich habe mich für den Stiel entschieden. Ich wollte auch jetzt kein Messer einsammeln. Dann gehen wir hin, nehmen vom Reste und drücken das gut glatt. Und jetzt muss ich euch gestehen, ich habe schon eins vorher gemacht. Leider hat dann die Kamera ein bisschen gezickt und nicht alles aufgenommen, darum muss ich das jetzt gut erklären hier an der Stelle. Wir nehmen ein Stückchen Fimo und drücken das wirklich flach und platt. Weil das ist dann für die Befestigung vom Pin hinten an der Schlange. Wir drehen dann die Schlange um und dort, wo der Kopf ist, also wo sehr viel Fläche ist, gehen wir hin und legen den Pin drauf und drücken den leicht an. Also nicht, dass ihr euch auf der anderen Seite dann kaputt macht. Da schön andrücken und legen dann von Fimo, von dieser Platte, Teppich, was wir jetzt da gemacht haben, also das platte Fimo, was ich jetzt auch noch in Händen halte, drüber. Und drücken das dann auch nochmal fest. Also das drüber legen. Dann fest andrücken. Und dann, wenn man es gebacken hat im Ofen, dann ist der Pin bombenfest. Also da passiert dann nichts mehr. Man muss halt ein bisschen andrücken und ein bisschen schauen. Eben, ich habe da leider schon eins. Das heißt leider schon eins. Ich habe da schon eins vorbereitet. Und dann geht das Ganze für 30 Minuten. Bei 110 Grad in den Backofen und dann lässt man das Ganze auskühlen. Und wenn es ausgekühlt ist, kann man, wenn man möchte, mit einem Glanzlack drüber gehen. Einfach alles gut einstreichen. Ich finde, wenn der Glanzlack dann getrocknet ist, dann gibt es auch wie nochmal diesen Effekt von wirklich einem silbernen Schmuckstück. Während es einfach dann ohne den Glanzlack doch dann recht matt wirkt. Wer einen Überlack benutzt, nach 20 Minuten ist es berührt trocken, nach 24 Stunden komplett ausgehärtet. Wer keins nimmt, der lässt es einfach abkühlen. Achtung, das Metall hinten ist dann gut heiß. Und dann kann man es eigentlich anstecken, wo man möchte. Im Film sieht man oft, dass die den Pin irgendwie hier haben. Ein kleiner halt. Größe kommt natürlich auch darauf an, was für ein Pin man verwendet hat.
je größer der Pin, den man recycelt hat, desto größer ist dann die Schlange oder Adler, Löwe, Dachs. Je nachdem. Ihr wisst, was ich meine. Des Weiteren, wer eine Seidenkrawatte hat, dem empfehle ich das Ganze nicht, weil Seide ist doch recht empfindlich. Und da ich eine Seidenkrawatte habe, kommt der Pin hier hin. Einfach einmal fest durchdrücken. Und schon hängt die Schlange dran. Die Links zum, wie man einen Umhang macht, wie man Krawatte macht und wie man einen tollen Haarwolf macht, hänge ich euch hinten dran. Wer Lust hat, kann reinschauen. Ich persönlich komme auch gerade vom Sport noch. Ich gehe jetzt duschen und ich wünsche euch nun einen schönen Abend. Also dann tschüss und dann bis nächste Woche. Und diesmal wirklich Montag. Tschüss.